Ja. Hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Holiday Gigalamps 2015. Heute am 6. Dezember. Heute an Nikolaus also. Gibt's wieder neue Abenteuer für die Weihnachtslemminge? Oder eigentlich Weihnachts-Gigalemminge? Genau genommen. Beim letzten Mal, also gestern, haben wir den ersten Schwierigkeitsgrad abgeschlossen mit Very Merry. Die letzten Level liefen eigentlich ganz gut, da sind wir recht gut durchgekommen. Und ja, diesmal sind wir jetzt hier, weil wir jetzt hier die Schwierigkeitsgrad umstellen. Und zwar von Very Merry geht's jetzt weiter eine Stufe höher, und zwar wird das Bar Humbug. Und ja, die machen, damit beginnen wir mit 4 Levels heute gleich direkt zum Nikolaus an Anlass. Genug für neue Schwierigkeitsgrad, kann man gleich nutzen für neue Level. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und schauen, was uns erwartet. Und zwar ist Level 1 Ghost of Christmas Past. Ja, wo wir 21 Lemminge haben, 19 davon müssen das Ziel erreichen. Eine Fremdrate von 50 und unbegrenzte Zeit und ein Level von Gigalem. Mal wieder. Ja, 21 Lemminge, das heißt, 2 dürfen unterwegs verloren gehen. Wir brauchen keinen, der verloren geht, hoffentlich. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. So, was haben wir da für einen? Was ist das für einer? Der schiebt ja immer durch. Was ist das denn für einer? Ist das der namensgebende Geist oder was? Okay, auf jeden Fall sind wir hier unten und müssen da hoch. Links oder rechts ist vollkommen schnuppe. Ja. Gut, es ist vollkommen schnuppe. Wir haben einen Kletterer, einen Bomber, einen Blocker, einen Drei-Brücken-Brauer und 2 Minenlemminge. Aha. Wir können da oben bauen, aber hilft uns nicht, da wir nicht da hochkommen. Ja, wegen dem eisigen Feuer. Ja, das heißt, wir müssen da unten. Das heißt, wir müssen irgendwie. Ja, ich denke mal, das ist ja ein Hinweis darauf, dass wir hier lang müssen. Oder irgendwie hier rüber bauen oder sowas. Aber ich kann wahrscheinlich nur diesen Lemming hochbringen. Kann ich den überhaupt benutzen? Ich glaube, ich kann Skill verteilen, ja, sehe ich ja richtig. Ich glaube, ich kann ihn einen Skill verteilen, dann kann er nach oben. Ja, hat es erst schon mal geklärt. Gut, dann das erhöht meine Option natürlich deutlich. Hermus klettert hier hoch, dann kann ich mich hier runter buddeln. Dann läuft er hier gegen, kommt wieder runter. Dann läuft er hier gegen und wir können uns hier hochbauen. Das ist nicht so schwer. Eigentlich. Es sei denn, ich mach was falsch. Aber. So. Okay, der kann die so den hier da reinbringen dann hinterher. Wenn er da hochklettert, problemlos. Na gut, gut. Dann gehen wir mal hier rein. Aber das war nicht so gut. Ich muss ja bedenken, ich muss ja eine Brücke hier hochbauen. Muss ich dann da hochkommen? Das glaube ich reicht wahrscheinlich nicht. Da muss ich hier eine Brücke rüber machen und dann noch hier, da muss ich noch darüber kommen. Da brauche ich wahrscheinlich auch den Blocker dann, den opfern muss. Da muss ich aber entsprechend dafür sorgen, dass die tief genug kommen hier. Oder ich muss das besser machen allgemein. Ich glaube, so geht es vielleicht besser. Oder muss ich mich da mit der Brücke hoch? Vielleicht habe ich nur eine übrig. Nee, aber ich weiß nicht. Da sind wir noch so hoch. Da laufen doch niemals so hoch. Das geht doch nicht. Ich muss da noch weiter nach links. Das ist ja blöd. Na, probieren wir mal diesen Absatz.
So. Das ist ja ein bisschen weiter nach links jetzt. Aber das immer, ich glaube, das wird immer noch nicht. Ich probiere einfach mal aus. Vielleicht kann ich da auch noch was machen. So, der geht jetzt hier hoch. Habst du denn eine Idee? So. Jetzt geht er hier runter. Mal gucken, wo will ich überhaupt nicht hin? Da? War einer zu weit. Ach, da passt noch massig Platz. Da ist noch massig Platz. Ein bisschen früher. Bitte. Da. Ich glaube, das können wir eher hinkommen. Ja, das sieht gut aus. Das tiefer geht nicht mehr. Okay. So, brauchen die überhaupt die Brücke, ist dann die Frage. Da können wir uns sonst hier hochbauen. Aber ich brauche die Brücke, ne? Ich brauche die Brücke. Was passiert denn das? Was ist denn das jetzt? Ach so, die haben Angst vor dem. Deswegen laufen die weg, bis sie nicht mehr können. Das ist auch nicht so optimal, ne? Ich glaube, die kommen mir nie da hoch, aber ich probiere es trotzdem mal. Nein, weiter höher, ja, danke schön. Da haben wir wieder einen getrennt, das ist auch nicht so schlecht. So, der müsste ja jetzt ins Ziel klettern. So. Und da ist er nicht weg. Ach, der geht gar nicht ins Ziel. Ach so. Oh. Was nahe passiert. Tja, das war wohl ein zu tief. ja. Das ist ja blöd gelaufen. Das muss ich mal angucken, was da passiert. Ja, weil hier eine kleine Lücke ist. Ja, halt rechts davon ist halt ein Leerraum. Ach ja, herrlich. Scheiße. Gut, das klappt wahrscheinlich sowieso nicht. Dann war das leider zu hoch. Ich mache das ein bisschen anders, dann baue ich die Brücke sofort hier rein. Aber... toll, blöd, echt. Dann machen wir doch so. Da war es jetzt einfach schon wirklich zu tief, ey. Das ist ja blöd, der kann da vorbei, aber... Also, er tut noch ein bisschen, naja. Sollte trotzdem funktionieren. Ich weiß nicht, ob die da hochkommen. Ich glaube nämlich nicht. Aber wenn der eh nicht ins Ziel geht, dann fällt mir noch an, kann ich nicht einfach sprengen. Weil die brauche ich jetzt gar nicht sprengen, ne? Ha! Aber wenn die so auseinander sind, ist das ein bisschen blöde. Aber ey, das ist ja vielleicht eine Möglichkeit, aber ich komme ja nicht tief genug, um das zu machen. Oder? Weil er geht ja nicht ins Ziel, dieses komische Lemming-Vieh. Der Geister-Lemming. Der geht ja gar nicht ins Ziel, ey. So. Das ist egal. Ja, okay. Der treibt jetzt alle vor sich her. Kann ich den vielleicht da oben springen? Der müsste ja klettern können. Der müsste ja klettern können. Die kann man vielleicht so sprengen, dass sie da hochkommen. Das wäre vielleicht so eine Idee. Der müsste ja dann so hochklettern können. Dann müsste er eigentlich da. Könnte ich das vielleicht so sprengen? Dann müsste er dann so gehen. Ja, die haben Angst vor dem Geist, deswegen laufen die dann dagegen. So.
Halt, das war schon richtig. Da muss ich nur ein bisschen abwarten. Moment. So, komm her. Ach, Padre, das geht aber nicht so. Das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Nee, das klappt nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ha. Okay, der ganze Ansatz. So habe ich es mir sogar halt gedacht, ja, aber das funktioniert so nicht. Das geht da nicht hoch. Deswegen nochmal das Ganze. Geht schneller als das nochmal als rückzuspulen. Ich muss dafür sagen, dass die hier hochkommen können, ohne dass ich eine Brücke brauche. Das ist halt der Punkt. Deswegen werden wir mal ein bisschen früher machen. Ich hoffe, wir kommen noch nicht zu spät. So. Komm her. Ja, das könnte vielleicht so funktionieren. Weil wenn ich da jetzt nicht hochkommen könnten. Halt, warte mal, ich muss hier mal meine Brücke wieder bauen. Komm her. Da könnte ich den trotzdem sprengen, dann müsste ich trotzdem hochkommen. Dann würde es trotzdem gehen. Das funktioniert auch, das passt wunderbar. Wollen wir ja gucken, wo muss ich da hin? Ich glaube, hier war das, ne? Ich glaube, irgendwie so, ja, passt schon. So. Ja, ich denke, so viel sind zu hoch, glaube ich, aber. Die können nur ein Pixel runter, nur. Also, macht keinen wirklichen. Da macht es nicht. Also keinen Unterschied, glaube ich, mit der Brücke hier. Aber ich überlege, ob man die irgendwie einspannen könnte. Aber weiß ich nicht. Das geht auf jeden Fall. Wir werden hier zusammengetrieben. Das ist ein bisschen blöde. Weil habe ich mir einen ganzen Bulk an Lemming auf. Einen ganzen Pulk an Lemming auf einmal, aber. Naja, ist halt so. Aber ich muss dann diesen Geist verwenden, wenn ich den überhaupt brauche. Vielleicht komme ich jetzt so hoch, dann habe ich das so hinbekommen. Aber ich weiß nicht. Ja. Okay, das ist jetzt nicht optimal. Das ist nicht optimal, weil dann läuft's ja direkt da in die Arme von dem Geist. Ich muss ja einen Einzelnen haben, damit ich hier kontrolliert den Blocker setzen kann. Da kann man ja nochmal ganze. Das lief doch eben ganz gut. Jo, das sollte besser funktionieren. So. Okay, jetzt geht trotzdem nicht. Aber die mal müsste der Geist hochkommen und dem zu sprengen. Der Geist kann ja nicht in dein Ziel rein. Ja. Der Geisterlemming. Ja, was für ein Halloween-Paket. Buhuhu. Das könnte funktionieren. Weil mir jetzt ein bisschen stört. Ist, dass ich jetzt die da habe, alle auf einmal. Das ist ein bisschen blöde. Ich bräuchte mir den eigentlich da, nicht die Wanders. Naja, wir versuchen halt Glück. Ich glaube, das funktioniert aber nicht. Geht auch nicht. Ernsthaft! Ernsthaft, das geht jetzt auch nicht. Ernsthaft, hey, da hätte ich irgendwie erwartet.
Er kommt doch nicht rechtzeitig hoch, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Das muss doch gehen. Aber auf jeden Fall wahrscheinlich den wahrscheinlich kann ich ein bisschen optimieren, wenn ich den ein bisschen weiter nach links schiebe. Dann müsste ich da hochkommen und zugleich da nur einen einzelnen haben. Dann kommen wir da zumindest hoch, aber was hilft mir das jetzt, ist die Frage. Das hilft mir gar nichts. Das war blöd, ne? Das funktioniert für mich nicht so. Da muss ich den... Das würde funktionieren, die kommen auch hoch. Das ist schon mal etwas. Ah, da muss ich den, diese Brücke da ein bisschen anders setzen. Damit ich da ein bisschen anderen Zeitpunkt habe. Dann müsste das eher funktionieren. So, komm her. Das muss dann besser gehen. So, jetzt werden die mal wieder zusammengefercht, ne? Oder auch nicht. Doch, die werden wieder zusammengefercht. Ein bisschen blöde. Das läuft dann auch nicht so gut. Das ist dieselbe Problematik wie vorher auch. Ich muss das anders timen. Ich muss da eins früher. Ich darf da nicht zu früh, nicht zu spät. Das ist jetzt Pixelarbeit, diese Brücke. Die muss im richtigen Moment gemacht werden. Also genau selber wie eben. Ich dachte, da muss doch noch eine Spalte übrig bleiben. Ja, es könnte aber besser funktionieren. Das hier, ja, das sieht Leute besser aus. Könnte vielleicht funktionieren. Müssen wir mal überprüfen. Das ist jetzt momentan die Idee, ja? Ich muss sie nur ein bisschen, muss nur halt getrennt halten. Das ist halt die Sache. Ja, dann wieder. Habe ich zwar wieder getrennt, aber. Hm. Selbe Problematik wie eben auch. Das geht nicht. Das geht wieder zu früh gewesen. Übrigens auch. Tja. Ich kann irgendwie anders timen, anders einstellen. Kann ich einmal laufen lassen. Die laufen mir zwar wieder da hoch, aber wir alle da rein. Das kommt auch nicht hoch. Das wird auch nicht funktionieren, ja? Da muss genau andersrum rein. Die müssen jetzt da sein. Und der muss hier nach oben kommen. Irgendwann mache ich falsch, ne? Irgendwie stimmt das vom Timing her nicht. Vom Timing stimmt das noch nicht. Aber wie kann ich das einstellen? Vielleicht soll er höher bauen. Wenn man so mal früher gucken, ob das einen Unterschied macht. Naja, man, die sollen zumindest da hochkommen, ne? Also, früher macht einen Unterschied, in dem Fall, dass sie nicht da hochkommen, ja. Das ist ein bisschen blöder gelaufen. Das wollte ich nicht. Das könnte eher funktionieren. Also, das ist dann natürlich ein bisschen selten dämlich gelaufen. Ach, so, das sieht besser aus. Ah,
Ihr habt immer noch hinter dem Geist, das ist das Problem. So, ich lasse die jetzt mal durchlaufen. Ich lasse den Geist jetzt mal durchlaufen jetzt. Ihr müsst damit immer einen anderen Rhythmus kriegen, ne? Ich lasse die jetzt mal ein bisschen durchlaufen. Das wäre mal eine Idee. So. Gucken, was jetzt passiert. Eigentlich müssen die... Ja, das geht aber auch nicht, ne? Das wäre aber... Wenn ich jetzt richtig da oben jetzt springe, dann müsste das ja auch funktionieren. Jetzt kommt der Geist. Der Geist kommt aber leider zu früh. Der Geist kommt nämlich jetzt schon. Und fährt damit alle wieder zusammen, ja. Was mir damit nicht geholfen ist. Das hilft mir ja nicht, ne? Das geht so nicht. Der Geist ist das Problem. Aber ich brauche den Geist, um da oben hinzukommen, da reinzukommen, um den zu sprengen. Okay. Nochmal. Nochmal, Ganze. Nochmal das Ganze. Kann ich hier noch was optimieren? Irgendwie. Kann ich vielleicht tiefer? Brauche ich vielleicht den gar nicht sprengen? Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ah. Komm her, gib mir zurück. Dankeschön. Kann ich vielleicht das tief genug buddeln, dass ich da gar kein Dingens brauche? Na, das macht doch keinen Unterschied. Das ist genauso wie Feuer auch. Oder? Na, ist doch genau dasselbe wie Feuer auch. Das ist unnütz. Das führt ja zu nix. So. Erstmöglichen Punkt. Machen wir mal den. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir kommen damit tiefer. Das kann vielleicht einen Unterschied bringen. Nein, was, wieso machen die hin? Wieso, ich wollte doch rein unten buddeln. Ich wollte eine Brücke bauen. Ich hält. Ach, dankeschön. Okay. So. Dann machen wir selber nochmal. Jetzt haben wir hier ein bisschen weniger Platz. Vielleicht geht das auch. Boah, halbes Stunde schon wieder für das erste Level. Kann halt mal passieren. Jetzt sind wir schon im Schwierigkeitsgrad. Jetzt wird richtig geknobelt. Das ist aber zu tief. Ja, der Pulli hat mir schon mal. Eigentlich ein bisschen doof, ja, dass das nie reichen soll. Naja, gut. Und nehmen wir das als Anhaltspunkt, das sollte wieder reichen. Ja, ein Pixel mehr haben wir damit. So. Okay. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, da oben jetzt. Aber vielleicht müssen wir halt mal sehen. Die kommen auf jeden Fall da rein. Wenn sie keine Angst vor dem Geist hätten zumindest. Ach ja. Der üble Weihnachtsgeist. So. Jetzt kann ich mich, glaube ich, vielleicht so komplett hochbauen. Ne? Also direkt so, dass ich hier drauf komme. Das ist doch schwieriger, als ich dachte.
Ja. Passt. Das passt auch. Dann müsste das doch irgendwie noch gewesen sein. Nein, nicht abfackeln hier. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mal ehrlich. Der Geist kann abfackeln, nur der will nicht. Der lässt ihn nicht abfackeln. Da haben wir nur eine Brücke. Da muss ja reichen, ne? Da hoch. Was mache ich mit dem Sprenger? Das schreibe ich noch. So. Okay, das ist aber ziemlich knapp, ey. Ach, ernsthaft? Das geht ja nicht. Das geht gar nicht. Wieso geht das nicht? Hey, ernsthaft jetzt? Okay. Andere Idee. Das, was ich schon seit mal länger probieren wollte, mache ich einfach mal. Dass ich nämlich den Geist für die Sprengung nutze. Da brauche ich da auch eine zweite oder irgendwie anders. Aber ich mache das ja so wie eben. Gut, ich hätte das ja wiederholen lassen können, ohne dass ich was mache, aber egal. Vielleicht geht das auch. Ja, ich werde das mal ausprobieren. So, das ist tief genug, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist ja echt blöde. Dass das doch nie reichen soll. Ach, ernsthaft. Ja, eigentlich war mir sowas. Eigentlich hatten wir die Lösung wahrscheinlich schon. Andere hätte was ja funktioniert. Also, wo wir eben hier die Sprengung gemacht haben. Hätte was ja funktioniert, wenn ich die richtig hochbekommen hätte. Also, einer, der oben ist und dann die anderen, wie wir es jetzt eben hatten. Ja, nur geht das halt nicht. Na gut. Das ging halt nicht. Irgendwie, das habe ich falsch oder falsch gemacht. Ah, komm her. Das ist wahrscheinlich wieder zu früh gewesen. Ich glaube so, ne? Obwohl. Ah, das reicht? Könnte sein. So, jetzt werden die nämlich sprengen, wenn er nämlich hier ist. Und dann versuchen, tief genug zu kommen mit der Sprengung. Dass sie hochlaufen können, ohne Brücke zu verwenden. Das ist vielleicht auch noch eine Idee. Das sollte ich mal länger mal ausprobieren. So. Ah, es geht sogar. Es geht sogar. Und die kommen auch hier hoch. Jetzt läuft das viel besser. Jetzt läuft das viel besser. Jetzt haben wir das, glaube ich, lösen können. Aber jetzt nämlich eine Brücke weniger brauchen. Und wir haben einen Strohmann Lemming, der nicht zusammengefercht ist. Das ist viel besser. Auch ja, ein bisschen doof ist mit der Brücke hier oben. Na, das haben wir zwar eine zweite braucht. So, komm her. Aber wie gesagt, ist mir ein bisschen dämlich eigentlich, dass ich da zwei brauche. Anders geht's ja, anders weiß ich das jetzt nicht. Das ist nur wegen einem blöden Block, ja. Damit passt das nicht. Echt dämlich. Jetzt passt das nämlich. Jetzt kommt er dann wieder hoch und kann dann durchlaufen. Das war's. Ach, das war eine schwierige Geburt. Das war doch nicht so einfach, als ich dachte. Das war mir auch überhaupt nie. Das war, ja, ich hatte einen anderen Ansatz gehabt mit der Sprengung hier. Statt hier. Weil ich dachte auch, dass man nur eine Brücke bräuchte, wenn man hier oben ist, erstmal, ne? Aber ja. Ihr seht, es funktioniert nicht anders. Bisschen dämlich. Aber wir haben es geschafft. Immerhin. Oh yes! Hehe, oh yes! All Lemmings accounted for. You rescued 19. You needed 19. Just got it. Enough to save Christmas. Let's get along. Let's get going. Schwabi, ja. Mal richtig lesen, dann geht's erst recht. Ja, wir haben das geschafft. Das erste Level. Jetzt geht's weiter mit Level 2.
Und zwar ist Level 2 Toy Shop Hijinks. Okay, wo es 20 Lemminge gibt, 20 davon müssen auch ins Ziel kommen, also alle. Family-Rate von 50, unbegrenzt viel Zeit und wieder ein Level von Gigalamp. Gut, gucken wir mal an. So, was haben wir hier? Okay, wir müssen da und wir müssen da unten hin. Was haben wir hier? Ein Läufer, ein Kletterer, ein Schwimmer, ein kein Fallschirmspringer, ein Brückenbauer, ein Gräber, ein Minenlemming und ein Buddler. Okay, haben wir hier. Die laufen alle hier runter. Mit einem Kletterer kann ich aber... Ja, ein Kletterer kann ja da hochklettern und dann den Fallschirm holen. Gut. Machen wir das. Ja, wird auch zum Schimmern, glaube ich, direkt sofort. Die laufen ihm alle jetzt hier rein, glaube ich, oder? Sterben die? Nee, die fallen da rein, ja. Das ist kein Problem, das Stellen in diesem Level. Das ist einfach. So. Okay. Was war das? Ach so, die Tür ist zu, ja? Ah! Ich glaube, wir müssen uns Schalter betätigen. Das ist, glaube ich, der Trick daran. So. Du hast ja den und du wirst jetzt zum Triathleten. Oh, und dann war's das schon. Und muss ich nur noch hier reinbuddeln und dann raus. Das ist einfach. Ganz ernsthaft. Das soll alles gewesen sein. Eine Brücke brauche ich nicht. Das ist ja einfach. Weil der schwimmt ja einmal dahin. Aha, warte mal, so einfach ist es doch nicht. Ahaha, die müssen, läuft ja jetzt da ein Ziel. Ah, okay. Nochmal, Ganze. An, wir müssen das anders machen. Ich muss erst hier lang. Und dann nach oben. Das ist der Trick. Trotzdem ist das sehr einfach. So, komm her, du bist ja der Auserwählte. So. Ja, trotzdem ist das einfach. Das ist kein Problem, dieses Level. So, zum Schwimmer muss er werden. Da wird er jetzt hier den Schalter betätigt. Da haben wir nämlich einen übrig oben. Und den holen wir dein letztes erst. So. Das ist aber einfach. Oh, komm ich hier nicht rein. Doch. Doch. Okay. Das ist jetzt einfach eigentlich. Das ist überraschend einfach im Vergleich zum Level davor. Naja, wenn das so ist, dann buddeln wir uns da durch und dann machen wir dann schon den Weg für die. Haben wir da noch ein. Haben wir da noch Skills übrig? Eine Brücke und. Naja. So. Sollte gehen. Und der muss jetzt da hochklettern und dann mit dem Fallschirm wieder zurück. Sollte tief genug sein. Das ist. Das hätte ich eher davor. Das hätte ich jetzt eher als erstes gemacht und wenn schon. Das einmal viel einfacher ist. In meinen Augen zumindest kommen mir. Bis bei mir ist es viel einfacher. Nein, mir fällt es viel einfacher. Als das eben. Da brauche ich jetzt keine 20 Minuten für. So, die ersten kommen rein. So. Gut, da ist eine Wand und gegen die Decke. Springt man kann auch springen. So. Ja, ein bisschen Zeit sparen deswegen. Heute hier im Moment. Im Moment des Aufpralls. Aufgefangen. Ja.
Es ist viel zu spät, aber es reicht halt ums Überleben. Na, das war einfach. All lemmings are accounted for. You rescued 20, you needed 20. Way to go, you left no lemming behind. Can you try that once more? Wir haben's versucht und auch geschafft. Es geht weiter mit Level 3. Level 3. A naughty trap. Wo es 10 Lemminge gibt, 6 davon müssen ans Ziel kommen. Eine 50 Rate von 50, unbegrenzt viel Zeit und wieder ein Level von Gigalem. Okay, sieht ja spannend aus. Gucken wir mal an. So, wir sollen von dort unten nach da oben. Okay. Ach, hier, wir haben 4 Läufer, 2 Brückenbauer, 2 Gräber. Und ein Minenlemming. Okay. Nicht viele Optionen eigentlich. So. Wir landen hier unten. Da brauchen wir die beiden, oder? Ja, da brauchen wir die beiden. Dann laufen die hier lang, dann fallen die hier rein. Das heißt, ich muss auch noch eine Barriere bauen, also wieder abtragen. Dann 2 Brücken, um hier hochzukommen. Dann laufen die hier lang. Die brauchen auch 2 Brücken, oder? Das ist eine Falle, glaube ich. Und das, was mit dem? Keine Ahnung. Ich probiere mal was. Ja. Okay. So. Dann machen wir das mal. Okay, das hat doch funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Das ist nicht, ob ich das wäre zu einfach, da hochzubauen. Das kann ich mir nicht denken. Ich brauche jedenfalls 2 Brücken hier hoch. Das mal geht fest. Okay. Ja, wenn man das richtig machen würde, dann kämen wir noch hoch. Aber nur mal so da halt dabei gesagt. Das muss alles anders sein. Komm her. Dann läuft das wahrscheinlich besser, wenn man da ein bisschen höher baut und weiterkommt. Dann klappt das eher. Dann passt das auch. So. Jetzt kann ich nur nichts mehr machen, ne? Ob das funktioniert? Na, ich. Ja, weggefangen. Das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Also nochmal. Okay. Trotzdem hier bauen wir nochmal durch. So. Okay, ich habe mir das Gefühl, das könnte man hiermit verwenden, um sich zusammenzufärchen. Das könnte dann funktionieren. Ja, die sterben auch nicht. Einmal alle da schön rein mit da. Bis auf den letzten, der muss mir die Brücke bauen. Die mir alle mich auf einem Fleck. Da noch einer. Ach so. Gut, dann bist du der, jene, der jetzt immer baut.
Ich glaube, das könnte vielleicht die Lösung sein. Komm her. So. Komm her. Sollen wir hoch? Sollen wir auch mit hoch? Ach. Da muss auch wieder Pixel genau gesetzt werden, die Brücke. Das habe ich eben auch probiert, dasselbe. Dankeschön. Boah. Dann bauen wir halt da. Meinetwegen, dann halt so. Ist ja egal. Ich brauche nur einen Pixel mehr. Nach links zumindest. Komm her. Aber es sollte auch einfacher sein als das eben. Also das erste. Ja. Aber leider muss ich mich hier wieder umdrehen. Da muss ich mich hier reinbuddeln. So. Und das funktioniert. Bin gespannt, wie viel wir jetzt so halt durchkriegen. Keine Ahnung. So. Mal sehen. Sechs. Fünf. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich brauche sechs, ne? Sechs müssen durchkommen. Das ist ja blöd. Gut, da habe ich einen Fehler gemacht. Da ist hier ein Fehler irgendwo. So, nun, wie mache ich das jetzt? So. So, dann habe ich den ein bisschen näher zusammengebracht. Komm, jetzt funktioniert. Da müssen wir ein bisschen probieren. Ich krieg ja leider nicht näher zusammen. Der eine wird wahrscheinlich sterben, deswegen ist der meiner gewesen. Aber die anderen müssen eigentlich jetzt durchkommen. Ja, 7, jetzt kommen. Hab ich 6. Da ist noch einer weggekommen, ne? Aber wir haben es geschafft. All lemmings accounted for. You rescued 6, you needed 6. Just got it. Enough to save Christmas. Let's get going, shall we? Aber wo ist der letzte da gestorben? Es war noch eine Falle gewesen und die habe ich gar nicht gesehen. Bei einer war ja diese Pflanze, haben wir ja diese Dinge da gesehen. Die Wurzel, bei anderen war der Leguan und dann der dritte. Wie ist der so halt umgekommen? Gut, wir haben 4 verloren. Der eine ist ja auch noch weggefangen, aber weil der weit dahinter war, aber komisch. Egal, trotzdem haben wir es geschafft. Weiter geht's mit Level 4. The First Snow of Lemtropolis. Der Name ist cool, ja. Lemtropolis. Auf jeden Fall haben wir Lemtropolis, ist ein Dorf mit 50 Lemmingen. 47 müssen davon ins Ziel kommen. Eine Filmrate von 50. Unbegrenzt viel Zeit, bisher immer gehabt. Und wieder ein Level von Gigalem. Na gut, gucken wir uns ganz mal an. Und schauen wir mal, was wir zu tun haben. Sieht wieder größer aus. So. Was haben wir hier? Wir fangen dort oben an. Komm her. Die Musik kann er loslegen. Ist ja spaßig mit Musik hier. Okay, wir haben. Wir müssen da hoch. Also wir fangen da oben an.
und müssen die ganze Stadt durch. Auch müssen wir. Okay. Was haben wir zur Verfügung? Wir haben zwei Kletterer, zwei Paraglider, zwei Bomber, ein Blocker, vier Brückenbauer, drei Gräber und drei Minenlemminge. Eine Falle und eine Falle. Und Fallen. Oder keine Fallen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Hier, das sind jetzt hier Wände nach rechts, kann man nur durchbuddeln. Hey, müssen die mal zur Seite, zur anderen Seite bringen. Okay. Okay. Wir müssen hier. Ich glaube, einer muss den Brenner als vorbereiten, ne? Wir müssen irgendwie. Wir können nur so lang. Das heißt, wir müssen irgendwie hier hochkommen und dann hier runterbuddeln. Das ist der Plan, Leute. Wir müssen euch hier runterbuddeln können. Ha, wie machen wir das denn? Hier kann man nur hier können wir einmal nach unten. Heißt, wir dürfen, wir können nicht zur Seite. Und hier können wir wieder zur Seite. Gut. Ja, gut. Ich probiere mal was. Ich glaube, der muss glaube ich komplett zum Athleten werden. Paraglider und zum Kletterer, aber immer ein. Einer, der hochklettert. Dann springt er hier runter. Hier muss ich rüberbauen. Hier muss ich rüberbauen mit einer Brücke. Dann ist sie auch schon mal weg, die erste. Dann hier hoch, dann kann ich nichts machen. Weil ich muss ja von der Seite runterkommen. Das heißt, der geht dann hier runter. Springt dann hier. Runter. Und dann nehmen wir hier. Ja, und dann? Hm. Was dann? Vielleicht musst du mit dem nach oben, glaube ich. Ja, ich glaube so. Okay. Vielleicht musst du mit dem dann nach oben. Dann nimm mal hier. Der läuft dann wieder zurück. Dann nimm mal hier. Und dann kann ich. Ja, das wird doch nicht reichen. Da brauche ich einen zweiten. Spätestens. Weil wir müssen mich hier reinsprengen, glaube ich, hier. Oder hier oder wo immer. Weil wenn ich hier oben anfange, hier rüber, das geht ja nicht. Zum einen reicht das nicht, um tief genug zu kommen, zum anderen reicht das nicht, um dass sie das überleben, die anderen. Also wollen da einen zweiten spätestens. Na gut, aber dann muss ich mal mit einem was machen hier. Bevor wir den zweiten in Gefecht schicken. So. Okay. Auf die Post. Okay, das reicht gar nicht, ne? Gut, das reicht nicht. Das ist zu tief. Der muss nach oben rum. Der muss oben rum. Da muss ich ja noch eine Brücke bauen. Eine Absprungplattform quasi. Ja. Na dann. Dann halt eine Absprungplattform, wenn es so ist. So. Oh. Ganz schön brutal übrigens im Blut, ja. Ich spiele ganz schön brutal. Da muss ich hier die Dinge bauen. Irgendwo hier. Komm her. Ja, passiert nichts mehr, gut. Passt, das passt auch sehr gut. Okay.
Da muss ich nur mal kurz überlegen. Ich überlege schon ein bisschen weiter. Ja, hier runter, dann hier hoch, dann hier runter, runterbauen, soweit es geht. Dann klettern wieder hoch, wieder zurück, hier sprengen. Dann den zweiten losschicken, der dann quasi hier reingräbt. Der quasi den Weg hier unten macht, damit sie dann hier hochbauen können. Die anderen. Dann mal hier hoch. Ich überlege gerade, wie ich dann da vorbeikommen soll. Das weiß ich noch nicht so genau, aber vielleicht denke ich schon zu weit voraus. Ne? Erstmal, dass sowas hinstellen, dass nicht alles funktioniert. Das wird eh noch eine Sache hier mit dem Sprengen. Weiß ich auch nicht wo. Muss ich nur abschätzen. Kommt man da hoch? Ja, das geht's. So, jetzt mal hier hochklettern, bitte. So. Nein, das war falsch, das war die falsche Fähigkeit. Die wollt ihr mir nicht haben. Wollt ihr? So, machen wir wieder direkt am letzten Punkt. Wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass diesmal die Brücke reicht. Da hoch. Tja, das ist mir auch wieder so eine Sache, ne? Mit der Brücke. So. Und das dann wieder reicht ab, dass es hoch genug ist. Oder wieder gegenkommen oder so. So. Ja, wir kommen da jetzt durch, das ist gut. Wir kommen auch ziemlich tief. Das ist umso besser. Da können wir mit einer Brücke dann da hoch. Das ist ja kein Problem dann. Haben noch zwei übrigens noch. Die brauchen wir auch hier. Aber wie kommen wir an dem Ding da vorbei? Ach, keine Ahnung, wenn wir uns mal im nächsten kümmern hier, komm her. Das heißt für den nächsten. So, den muss ich ja gucken, wo kann ich den denn sprengen? Ich muss so sprengen, dass sie hier reinkommen. Hier? Geschätzt ungefähr. Ja, machen wir hier und mal gucken, wo wir dann landen. Ah, ein bisschen höher, besser. Erstmal besser als nie zu niedrig. So. Wenn wir immer kurz abwarten, bis der andere kommt. Ah, der hat ja eh noch was zu tun. So. Da kann ich mich hier mal durchbuddeln. So. Komm her. Da haben wir das auch schon. Dann geht der nach oben. Dann geht der jetzt nach oben und baut da die Brücke hoch. Ja, dieser nicht, muss auch nicht so hoch sein. Okay. So. Sollte schon reichen. Da haben wir eine Brücke noch übrig, die brauchen wir dann hier oben. So, perfekt. Fällt die mal auf, ja, dass da jetzt ein Loch ist. Nahtlos reingebaut. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Das ist halt die Sache. So, gucken wir, was auch hier klappt. Das ist wieder die Sache. Mal gucken, wo wir da überhaupt landen. Ah, könnte gehen. Könnte gehen. Huh.
Nicht so einfach schon. Bin ich so ein bisschen, da muss man so ein bisschen mehr sich überlegen, wie man das macht. So, das müsste doch funktionieren. Ja, passt ja genau, ey. Punktgenau, Wahnsinn. Was für ein Glück wir mal haben. So. Okay. Der bullt jetzt da durch. Ich glaube, den brauche ich aber auch später nochmal. Ich habe ja einen Sprenger noch und ich muss ja diese Plattform noch wegsprengen. Aber auch einen vorher, einen voraus, das ist gut. So. So, ist gut. Der bleibt ein bisschen zurück, das ist gut. Das geht auch. Das sieht ja bisher schon so ganz gut aus. Er nur noch den Rest hinkriegen muss. Das ist halt die Sache hier mit dem Punkt hier, mit dem Blocker. Und dann diese Brücke dahin, da hoch. So. Okay, komm her. Das geht aber. Die kommen dann zumindest hoch. Aber ich muss nur den verwenden, um den wegzusprengen. Den Athleten. Das geht nicht. Es geht nicht, verdammt. Die kommen nicht hoch. Ich komm nicht hoch, nein, das geht nicht. Ach, ist ja doof. Das ist halt blöde. Ob das funktioniert jetzt? Ach nö! Das ist ja im ersten Level dieselbe blöder Mist. Das soll nicht wahr sein. Das geht nicht. Das ist doch ein Witz. Es kann nicht sein, jetzt ernsthaft. Das geht nicht. Ich komme da nicht hoch, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt ein Witz. Das ist doch ein Witz jetzt. Das funktioniert so nicht! Und warum geht das nicht? Ist die Frage, aber hey! Ich versuche das irgendwie noch hinzukriegen, ey. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Weil es ein bisschen unnötig klingt. Ja, eigentlich müsste man das alles jetzt haben. Ne, der kommt zwar hoch. Aber nur der. Die anderen nicht. Und ein Pixel weiter runter kann ich nicht. Ah. Nochmal komplett von vorne. Ich muss das anders machen. Ich muss da später. Ich muss da, glaube ich, später reinbuddeln. Das macht er immer automatisch, dann lass ich auch mal so durchlaufen. Ach, das ist ein bisschen doof eigentlich. Haben wir denn alles schon? Nur passt das jetzt hier nicht.
Ah, ärgerlich. Naja. Dann muss ich nun das nochmal korrigieren. Ich muss das zu einem späteren Zeitpunkt machen. Nicht sofort beim erstmöglichen Gelegenheit, sondern später. Bisschen doof in meinen Augen, aber naja. Ein bisschen dämlich in meinen Augen, aber naja. Egal. Wir haben das fast geschafft. Es ist nur was da eine kleine Korrektur, die unterhin fehlt. Wir brauchen nur eine kleine Korrektur, die anderen kann ich jetzt schon ändern, den Verlauf, weil jetzt können wir schon den zweiten losschicken. Sollte eigentlich gehen. So. Okay, machen wir ein bisschen anders. So. Machen wir nämlich hier ein bisschen später, dann müsste das auch reichen. Der kann ich jetzt mal buddeln. Alles gleichzeitig. So, noch mehr. Dann müsste dann R funktionieren. So. Okay. Da kommt noch rechtzeitig nur noch raus. So. Dann bauen wir mal hoch. Die kann ich jetzt hier mal sprengen, dann wäre ich mal ein bisschen schneller gewesen. Wo war das jetzt hier, ne? Eigentlich war es schon richtig. Und hinterher war doch alles falsch. Weil es nicht präzise genug war. Oder man kann sagen, fast zu präzise. Egal wie man es redet, ja. Aber naja. So. Okay. Aber wie funktioniert das jetzt hier? Das geht auf jeden Fall dann auch. Dann müsst ihr hier hochkommen. Dann müsste dann auch alles funktionieren. Echt ein bisschen dämlich gelaufen. Wahrscheinlich passiert jetzt hier nicht mehr. Von unserem Pech. So. Echt ein Ärger ist das. Das ist genau dasselbe Blöde wie beim ersten Level, ja. Was wir hatten. Ja, genau. Na super. Das war zu niedrig. Erst hat das nicht funktioniert. Ja, genau. Komm her. Nochmal. Da muss ich aber den anderen immer sprengen, ne? So. Dann bin ich höher. Das wäre besser. Wir haben eigentlich schon jetzt schon gelöst, ja. Das ist ein bisschen frustriert. Du hast die richtige Lösung schon und weißt nur noch nicht. Wie muss das jetzt richtig gemacht werden? So. Das sollte auf jeden Fall jetzt hoch genug sein. Hoffentlich auch nicht zu hoch. Für die Lemminge, dass sie da sterben. Das wäre noch ein super GAU. Könnte ich so noch beheben? Da könnte ich so noch beheben. Nehme ich jetzt einfach wieder unten grabe zur anderen Seite.
Dann geh auf jeden Fall sicher, dass sie dann nicht sterben. Aber... ja. Okay. Jetzt, das reicht auf jeden Fall. Okay. So, jetzt kommst du hier. Ah ja, ein Lemming der voraus. Ich probiere mal immer ohne. Ohne den hier. Vielleicht geht das ja auch. Vielleicht der auch, weiß ich nicht. Vermute nicht. Vermute mal, dass er zu hoch ist. Der wird jetzt sterben werden. Diese Experten hier. Nee, es reicht doch. Es reicht doch. Dann brauchen wir den gar nicht. Gut. Umso besser. Kann ich mich besser mit den timen. Den letzten. So, gucken wir, ob das funktioniert. Wäre ganz cool. Nach einer Stunde Zeit wäre wirklich Zeit, dass es klappt. So. Okay. Warte mal. Den kann ich hier, glaube ich, auch selektieren, das ist besser. Da kann ich mir direkt auch sehen, wo der ist, wenn da oben alles sich zusammenfärcht. Hoffentlich funktioniert das jetzt auch. Das ist halt die Frage daran, ne? Weil es auch funktioniert. Ja, es geht! Es geht! Boah! Was für eine Aufgabe! Wir haben es geschafft! Puh, wir haben die. Das war's, ey. Puh, das war schwierig. Oh, Lemmings accounted for! You rescued 47. You needed 47. Just got it! Enough to save Christmas. Let's get going, shall we? Ja, 35.000 Punkte gesammelt. Viel Zeit gebraucht, aber ein paar Versuche. Hat aber geklappt. Und das waren 4 Level für heute, war eine lange, lange Folge, hat ihr hoffentlich richtig viel Spaß daran. Trotzdem gibt es noch eine Vorschau für morgen. Morgen gibt es wieder nur 2 Level erstmal. Und dann spielen wir das hier. Das sieht auch wieder interessant aus, aber das gucken wir morgen an genauer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesen 4 Leveln hier. Denkt immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis morgen.